Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu F1 Manager 2022, zu einer neuen Karriere. Ja, der ein oder andere wird heute eventuell ein bisschen irritiert sein und eventuell den Start zu Season 2 der Red Bull-Karriere erwartet haben. Das Ganze wird tatsächlich nicht stattfinden. Wir haben ja, wie wir gesehen haben, die Saison relativ deutlich vorneweg, dominiert, sagen wir mal. Die Konstrukteurswertung war ja, keine Ahnung, wie viele Rennen vor Ende schon entschieden. Und auch die Fahrerwertung war, glaube ich, 6 Rennen vor Ende, dass es nur noch unsere Fahrer gewinnen konnten. Also, ja, das war durchaus eine leichte Dominanz. Und das Ding ist, wir haben ja so früh deswegen schon auf die Entwicklung für Season 2 geswitcht, dass das halt einfach eine noch krassere Dominanz gewesen wäre. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, komm, für die Bullkarriere lass mal außen vor. Zumal ich auch, ehrlicherweise, wie ich es im Community-Tab geschrieben habe, einfach keine Lust mehr hatte auf die Verstappen-Fanboys, die das Ganze irgendwie nicht so ganz einsehen wollten. Dass ich Verstappen ein bisschen genervt habe, damit die Rennen spannender werden und damit auch die Wertung spannender wird und das Projekt damit besser wird, aber naja, gut, die Leute, lassen wir einfach mal außen vor. Deswegen wollte ich eine neue Karriere anfangen und wollte dieses Mal ins Mittelfeld einsteigen, habe dafür wieder mal eine Abstimmung gemacht zwischen verschiedenen What-If-Szenarien im Community-Tab. Das war einmal Mercedes mit Hamilton und Alonso, also nicht ganz Mittelfeld, aber sagen wir mal sehr, sehr weit vorne im Mittelfeld. Alfa Romeo mit Bottas und Giovinazzi. Haas mit Schumacher und Hülkenberg sowie Alpine mit Ricciardo und Ocon. Und es war relativ eindeutig. Von 743 Stimmen waren 66% für eine Haas-Karriere mit Mick Schumacher und Nico Hülkenberg. Also ein komplett deutsches Team. Deswegen, ja, werden wir genau das heute selbstverständlich angehen, fangen eine neue Karriere an. Müssen das hier leider überspringen, weil ansonsten... Mercedes kehrte 2010 in die F1 zurück und gewann seit 2014 ja, nacheinander jede einzelne Konstrukteursmeisterschaft. Na, außer dieses Jahr. 2021 konnte das Team erneut den Konstrukteurstitel erringen, hatte in der Fahrerweltmeisterschaft jedoch knapp das Nachsehen und landete auf Rang 2. Richtig. Auch 2022 zählt für Mercedes nur die absolute Dominanz im Wettbewerb. Mit weniger als dem schnellsten Auto und den meisten Siegen werden sich ja, die Silberpfeile weder in dieser Saison noch in folgenden Jahren zufrieden geben. Hast du recht, aber wir werden nicht mit dem Team einsteigen, was letztes Jahr gewonnen hat, sondern mit dem Team einsteigen, welches letztes Jahr absolut verkackt hat. Haas trat 2016 in die F1 ein und legte einen fulminanten Karrierestart hin, der sie 2018 gar auf den 5. Platz führte. Ja, Haas letzte war Saison sehr krass auf jeden Fall. Rang 10, aber das Team investierte viel Zeit in die Entwicklung des 2022er Autos und in Zukunftsplanung. Das ist richtig. Das machen sie ja dieses Jahr auch. 2022 sind die Erwartungen an das neue Auto bei Haas hoch. Die Kombination aus ehrgeizigen Fahrern, einem ambitionierten Team und starker Führung könnte sie anspornen und den Weg zurück ins Mittelfeld ebnen. Richtig. Nee, das ist ja genau das, was Haas dieses Jahr auch gemacht hat. Sie haben sehr früh die Entwicklung eingestellt und für nächstes Jahr sich schon gefokust. Mal schauen, wie wir das Ganze angehen werden. Weiß ich noch nicht so genau. Autoleistung 7 von 10, Fahrerleistung 10 von 10, traumhaft. Personal 5 von 10, Qualität des Hauptkriterien 10 von 10, perfekt. Also 10 von 10 klingt ja normalerweise ganz gut eigentlich, aber nicht, wenn 1 von 10 das Beste ist. Genau, ja, Ersatzfahrer Magnussen werden wir herauswerfen. Ja, da würde ich sagen, gehen wir rein. Sind natürlich, also wir werden halt leider Günther rauswerfen, das tut mir natürlich sehr leid, aber können wir leider auch nichts machen. Anleitung für Einsteiger brauchen wir jetzt nicht. Das Ganze kennen wir ja schon. Und ja, wir gehen rein in die Haas-Karriere. Wo ich sehr gespannt bin, wie das Ganze ablaufen wird. Weil sowohl Mick als auch Nico sind jetzt nicht die besten Fahrer hier im Spiel. Das weiß ich. Wir werden deswegen... Also das Erste, was wir machen natürlich... Das Allererste, wo wir nicht drum rumkommen. Nee, nicht Gesamtwertung. Sondern Alter, wir werden uns Hülkenberg holen. Ihm einen Vertrag erbieten. Ich habe mir da natürlich schon im Vorfeld eine andere Karriere gemacht und mir rausgeschrieben, was der gute Mann denn so haben möchte. Der ist gar nicht so günstig, aber er ist auch nicht viel teurer als Magnus, muss man sagen. Deswegen, das hält sich schon gut in Grenzen. Tatsächlich, es wird am Anfang halt nur sehr teuer werden. Muss man sagen. Über die Gesamtdistanz, wie gesagt, wird sich das Ganze allerdings doch halbwegs halten. Genau, 600.000 wollen wir hier haben als Startbonus.
Na, come on. Genau, 100.000 als Rennzielbonus. Also deutlich weniger als bei unseren Red Bull-Fahrern. Und als Bonusschwelle Rang 13. So, sollte eigentlich funktionieren. Jawohl, genau. Kostet 11 Millionen, weil wir natürlich Magnussen rauswerfen und Hülkenberg von Aston Martin abwerben. Aber... ja, müssen wir in dem Fall halt leider machen. Und damit haben wir Nico Hülkenberg im Haas, meine Damen und Herren. Wunderbar. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch keine anderen krassen Fahrerwechsel haben, denke ich mal. Ist meine Vermutung jetzt zumindest. Außer wahrscheinlich Magnussen als Ersatzfahrer. Bei Aston Martin, kann ich mir vorstellen. So, wie sieht unser Wagen eigentlich aus, wenn wir jetzt das Ganze mal vergleichen mit... ja, nehmen wir mal Alpine. Okay, wir müssen vor allem in den schnellen Kurven einiges machen. Das heißt, wir brauchen Unterboden und wir brauchen Flüge. Wir gehen natürlich in die Entwicklung direkt rein. Einen neuen Frontflügel. Wir haben natürlich jetzt einiges an CFD-Zeiträumen. An CFD- und Windtunnelzeiten. Das sollten wir gut nutzen. Genau, legen den Fokus mal ein bisschen mehr auf die höheren und einen Tacken auf die mittleren Geschwindigkeiten. Na, machen wir 26 draus. 1,13 Millionen. Wir werden halt mit Haas nicht so krasse Einnahmen haben wie mit Red Bull. Das ist leider so, aber... ja, kommen wir halt nicht so ganz drum rum, muss man leider sagen. Aber das ist ja auch die Challenge. Also das wird dann wahrscheinlich ein Projekt werden, was dann wirklich über sehr viele Saisons gehen wird. 2 oder 3 könnte ich mir vorstellen. Um Haas wirklich ein bisschen mehr wieder nach vorne zu bringen letztendlich. Da habe ich sehr viel Bock drauf, muss ich ganz klar sagen. Da habe ich richtig Bock drauf. So, und damit war unser Geld für die nächste Zeit schon mal weg. Aber gut, wir müssen halt Teile entwickeln, da kommen wir nicht drum rum. Was sagen unsere Einnahmen eigentlich? Was haben wir denn monatlich? 5 Millionen. Das ist gar nicht so wenig, wie ich dachte tatsächlich. Das hält sich in Grenzen. Wie sehen unsere Einrichtungen aus? Sagen wir, traurig wäre ein Kompliment. Wir haben keinen Rennsimulator. Wir bauen erstmal eine Touristenzentrale. Also da kommen wir nun wirklich nicht drum. Das sind Einnahmen, die wir brauchen, ja. Eieiei. Okay, haben wir sonst irgendwas? Was sagen die Werte eigentlich? Die Pace-Werte von Mix sind gar nicht so schlecht tatsächlich. Muss ich jetzt mal sagen. Beständigkeit eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Wie viel kostet Mick mich eigentlich? 500. Alter, der verdient fast ein Zehntel von dem, was Nico verdient. Oh Gott. Mein Beileid. Ja, gut. Und bei Nico die Werte. Eieiei. Okay, also wir wissen, wo wir rein investieren müssen. Hat dafür auch hier auf der anderen Seite wieder sehr gute Werte. Also. Hier können wir wirklich die Fahrzeugpunkte, die Entwicklungspunkte in die Bremsen reinwerfen, alle. Das funktioniert. Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter ein Stück. Schlüsselpersonal zur Autoentwicklung. Ah ja, stimmt. Haben wir logischerweise auch. Sponsorenverpflichtungen, ja, die wurden ja für dieses Jahr schon für uns gemacht. Ja, und die... Party zum Saisonauftakt genehmigen wir natürlich, ganz klar. Was sagt unser Personal eigentlich? Ja, geht besser, geht schlechter, sagen wir, wie es ist. Ist okay an sich, würde ich jetzt mal sagen. So, Touristenzentrale wurde gebaut, sehr gut, das wird uns noch mal ein bisschen mehr Geld wöchentlich geben. Ja gut, da müssen wir halt dran arbeiten weiter. Genau. Ja, und die Touristenzentrale ist auch das, was wir jetzt erstmal upgraden werden, weil, wie gesagt, das wird uns, wenn wir bis Stufe 4 upgraden, wird uns das sehr, sehr viel mehr Geld geben. Die Frage ist jetzt, können wir
Rennsimulator vielleicht sogar direkt bauen, kostet uns 1 Million. 250.000 hätten wir danach nur noch. Ja, ich habe jetzt mal Vertrauen darin, dass meine Fahrer den Wagen jetzt mal nicht in die Wand setzen, direkt in Bahrain hier. Ich habe Hoffnung. Leistungsvorgaben. Erreiche Q2. Ja, das ist halt die Frage, wie viel wir davon, also was wir da schaffen können. Ich würde jetzt erstmal sagen, beide Fahrer Top 15? Naja, sagen wir erstmal ein Fahrer Top 15. Q3 glaube ich jetzt mal gerade nicht dran. Ja, schnellste Runde auf gar keinen Fall. Top 12 mit beiden Fahrern. Ja, war ganz sicher nicht. Glückstände Zielplatzierung. Ja, ich sag, wir schaffen für 3 Rennen einen Fahrer in die Top 15 rein. Ich habe nicht so viel Vertrauen in den Haas, muss ich sagen. Ich habe nicht so viel Vertrauen in unser Auto, ich habe nicht so viel Vertrauen in unsere Fahrer. Willkommen auf dem. Aber ich bin sehr gespannt. Es wird, wie gesagt, jetzt andere fangen, zumal wir jetzt auch wirklich eine Saison haben, wo wir von Anfang an ja mit vernünftigen Strategien arbeiten können. Das hatten wir in der vorherigen Karriere ja erst ab Silverstone. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich habe aber sehr Bock drauf, tatsächlich. Ich habe sehr, sehr viel Bock auf die Karriere hier. So, genau, das machen wir erstmal so. Ich bin mal sehr gespannt, auch wer von beiden schneller sein wird. Ich denke mal nicht. Mick hat den Radio-Check bestätigt. Nee, ich denke mal nicht, dass wir hier jetzt dieses Mal mit Nerfs für einen der Fahrer arbeiten müssen. Diesmal gehen wir wirklich voll rein und gucken, dass wir einfach nach vorne kommen, ganz gut. Und Mick gerade auf der ersten Runde schon mal 13 schneller gewesen als Nico. Hui. Okay. Der Mick, der macht's. Oder was? Ja, ich denke, also unser mindestes Ziel sollte sein P16 und 15, dass wir zumindest Aston Martin und Williams schlagen. Die sollten wir auf jeden Fall schaffen eigentlich. Wie viel außerhalb davon drinnen ist, das müssen wir erstmal gucken natürlich. Das nächste Ziel wäre wahrscheinlich dann McLaren, aber McLaren hat halt deutlich krassere Möglichkeiten zu entwickeln, muss man sagen. Also wie gesagt, Haas wird ein langfristiges Projekt, die nach vorne zu kriegen. Zumal wir halt auch leider wissen, dass Mick ein sehr fehleranfälliger Fahrer ist. Also ich denke, wir werden viel Budget auch da rein investieren müssen, um seine Fehler auszugleichen. Dafür ist Mick natürlich ein junges Talent, welches sehr viel Wachstumspotenzial hat. Und können bei ihm viele Fähigkeitenpunkte erlangen, was bei Nico halt schon wieder schwierig wird. Also ich bin sehr gespannt, wie die Saison abläuft. Aktuell Mick auf jeden Fall der schnellere von beiden. How's the balance? Traumhaft. So, ach, ja, guck mal, 48 ist doch gar nicht so kacke. Also da hat man schon Schlimmeres, definitiv. Ja, testen wir das jetzt einfach mal so wild rein einfach. Und lassen dich. Ja gut, 25 Runden werden es eh nicht, aber kann mal gucken. Ja, traumhaft. Sieht ähnlich gut aus. Das wird wahrscheinlich zu viel sein, was ich hier gerade mache. Ja, das könnte es sein, eventuell. Mal schauen, wie viele Runden waren wir dann eigentlich? 50? 57. How is the balance? Da ist eine 2-Stop gar nicht so unattraktiv. Ich denke mal, wir werden uns zum Reifen sowieso nicht allzu viele Gedanken machen. Okay, understood. Weil Q3 wird eh erstmal lange Zeit nicht zu erreichen sein. Ist meine Vermutung. Das heißt, ein paar Softreifensätze werden wir sowieso zur Verfügung haben. Fürs Rennen. Das heißt, im Practice den Mediumsatz anzusparen, wäre eigentlich immer der Way to go, glaube ich, für uns. Oh, Mick, räum den Karren nicht in Norris rein, bitte. Von der Linie abgekommen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Nico enttäuscht mich gerade in seiner Pace ein bisschen, aber das wird halt der Bremsen. Ich verstehe halt nicht, warum sein Bremsenwert bei 50 ist. Also das ist halt super wenig. Oh, ein Dreher! Joe auf P6 gerade, what? Bottas auf 4? Hä? Okay, sehr wild. Und Vettel vor Nico. Ja, schwierig. Vettel auch vor Mick, aber gut. Jemand geriet ins Schleudern. Haben jetzt halt auch deutlich mehr Grip auf der Strecke als zu Beginn. Was sagen die Rundenzeiten denn gerade? Ja, also Mick ist auf jeden Fall einen Tacken schneller. 13. ungefähr. Definitiv. Großartiges Setup, sehr schön. Von schlecht direkt auf großartig rüber, perfekt. Und bei Mick genauso. Nice. Okay, understood. Nice, 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 sehr schön. Ja, guck mal, und auch beide schon mal bei über 40% Streckenerfahrung. Teilekenntnis werden wir halt nicht so hoch kriegen, wie wir es brauchen, aber das werden die anderen Teams auch nicht. Da müssen wir uns mal nicht die größten Gedanken machen. Aber ja, also... Vettel schneller, tatsächlich, krass. Ich meine, gut, man muss jetzt auch sagen, Hülkenberg und Mick sind jetzt, wie gesagt, beides nicht die stärksten Fahrer im Spiel. Das muss man halt... ganz klar so sagen einfach. Okay, das könnte für beide sogar ein optimales Setup jetzt hier sein. Aber wir können natürlich viel Zeit damit verbringen, auch Mick hochzupushen, weil wie gesagt, Mick hat einfach krasses Potenzial. Und seine Werte sind ja jetzt auch nicht so unfassbar schlecht. Sie sind halt nur jetzt nicht so unfassbar gut. Mit Nico müssen wir halt gucken, wie wir es machen. Da ist wohl ein Wagen von der Linie abgekommen. Wie weit wir mit Nico kommen werden oder ob wir ihn vielleicht sogar... Ja gut, für Season 3 werden wir ihn wahrscheinlich eher setzen müssen, denke ich mal, wenn sein Vertrag ausläuft, weil er wird nicht verlängern, denke ich. Ich hatte nämlich auch geguckt, ob ich ihn für 30 Seasons direkt anheuern kann. Aber da hat er dann gesagt, nee, er plant sich bald zurückzuziehen und möchte nicht. Deswegen, ja, hat, haben wir hier einen Zweijahresvertrag für ihn. Dann können wir ja gucken, wen wir in Season 3, wenn wir Season 3 machen, wovon ich mal ausgehe, wen wir da dann anheuern. Oh Gott. Es lebt alles noch, ja? Ja, okay, kein Schaden. Die Räder haben wohl blockiert. Da ist die Wiederholung. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Ein bisschen zu stark gebremst. Ja, okay, okay, alles gut. Mach das einfach nicht, wenn ein anderer Fahrer vor dir ist und ich bin happy. Also nee, ich bin nicht happy, wenn du locker passt, ne? So jetzt nicht, aber... Ah, Norris auf Medium draußen. Perez auf Soft? What? Was macht der da hinten dann? Oh, wild. So, Jungs, ich will jetzt optimal sehen. Schade. Okay, Stabi mehr in die Richtung. Aber der Rest passt dafür. Das heißt, das ist jetzt ein optimales Setup. Definitiv. Und bei Mick? Bei Mick sind wir bei 95. Sehr gut. Das heißt, ich würde mal vermuten, und ich würde mal gucken, einfach den Sturz um einen zu verstellen. Um einen Klick. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Also bei Nico sollte es jetzt optimal sein.
Bei Mick kann das jetzt halt auch die falsche Richtung sein, aber gut, das wissen wir halt nicht. Das wissen wir halt nicht. Aber ja, wir befinden uns jetzt quasi in einem Paralleluniversum, kann man sagen, in dem Mazepin aus Haas rausgeworfen wurde für 2022. Und statt Magnussen wurde Hülkenberg angeheuert. Was ja nicht so fernab von der Realität ist. Also Hülkenberg war ja im Gespräch. Und ist auch aktuell im Gespräch für Haas. Nur nicht mit Mick als Partner, sondern mit Magnussen als Partner. Hülkenberg-Magnussen wäre auch eine interessante Kombi gewesen, aber ich wollte halt tatsächlich nicht zwei ältere Fahrer haben. Ich wollte diesmal auch wirklich einen sehr, sehr jungen Fahrer im Team haben. Zumindest in der Haas-Karriere. Zwei ältere Fahrer hätten wir ja bei Mercedes beispielsweise gehabt. Aber da hätte es auch mehr gepasst mit zwei Erfahrenen eben. Haas hatte sich ja 2021 so auf jüngere Fahrer committet, dass es da keinen Sinn ergeben hätte, die jetzt durch zwei ältere zu ersetzen, durch zwei Erfahrene. Ja, komm, aktuell sind wir zumindest von den Positionen her ein bisschen mehr da, wo wir stehen wollen. Also immerhin schon mal okay. Was für... Na guck mal, alle auf Soft hinter uns. Immerhin. Immerhin, kann man durchaus mal machen. So, wie gesagt, ja, das war erwartbar, dass Nico optimales Setup hat. Das heißt, Nico kann gleich einen Long Run auf Hearts machen. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob Nick auch ein optimales Setup hat. Oder ob da der Sturz die falsche Entscheidung war. Dann müssen wir es über den Frontflügel lösen. Ja, zu Noda schnellste war auf den Mediums okay. Aber guck mal, Williams und Aston Martin doch mit Abstand dahinter dieses Mal. Das ist okay. Also ich denke mal schon, dass wir einen Fahrer in Q2 reinkriegen. Willkommen zurück! Hoffe ich jetzt zumindest aber mal 92 bei Mick nur, also es war die falsche Richtung. Teilweise zumindest. Genau, weil das hier ist dann immer noch richtig. Na, warte mal. Genau, das hier ist das, was das 95er war. Das ist das, was wir aktuell haben. Oder? Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Genau, das ist die 95. Das ist das, was wir eingestellt hatten. Das heißt, in der Theorie... Das heißt, in der Theorie sollte... das eigentlich funktionieren. Schätze ich jetzt mal. So, Nico macht jetzt erstmal einen dicken Long Run auf den harten Reifen über 25 Runden und darf danach noch einen kurzen Run auf Mediums machen. Auf Soft, nicht auf Mediums. Heißt aber auch, wir schicken Mick als ersten raus, damit er von Nico nicht aufgehalten wird. Ich wollte gerade sagen, also 16-fach Vorspulen geht eigentlich nur auf der Map. Das heißt, Mick wird jetzt auch deutlich krassere Zeiten erstmal fahren als Nico. Was aber auch interessant zu sehen ist, wie die harten Reifen aussehen. Auf welchen Reifen ist Albon gerade draußen? Auch auf harten. Und Nico ist langsamer, wobei Nico wird deutlich mehr Sprit drin haben als Albon. Albon wird wahrscheinlich so mit 15 Runden Sprit draußen sein. So, Nico soll jetzt einen Longrun machen für die Teilekenntnis. Damit uns da ein bisschen Daten sammeln kann. Ja,
aber guck mal, Mick sieht doch gut aus hier. Weil wir wissen alle, Trainingszeiten sind das Relevante. Dass hier die Hälfte noch auf Mediums draußen ist, ist irrelevant. Da Mick 13. vor Vettel, das ist gut. Wie gesagt, ich denke, wir werden halt so ein bisschen mittendrin hängen. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht am Mittelfeld dran sind werden, aber vor den Backmarkern. Glaube ich halt schon irgendwo dran. Die Frage ist halt, wie gut kriegen wir den Wagen im Laufe der Saison hin? Ich meine, in unserer McLaren-Karriere haben wir das ja super hinbekommen eigentlich. Wer kommt da von der Linie ab? Das hat ja extrem gut geklappt, dass wir McLaren da wirklich zu einem Wagen gemacht haben. Das ist auch 92, okay, dann drauf geschissen, immer die 95. Da haben wir den McLaren ja innerhalb von einer Season eigentlich wirklich zu einem Wagen gemacht, der... der halt wirklich im vorderen Mittelfeld unterwegs war. Deswegen mal schauen, ob wir das hier mit dem Haas auch hinbekommen werden oder nicht. Problem ist halt... also ich glaube, Punkte wären extrem schwierig für uns. Jetzt nicht nur im ersten Rennen, sondern allgemein betrachtet. Ich glaube, Punkte wären extrem schwierig. Aktuell letzter, aber ja, wie gesagt, auf harten Reifen mit extrem viel Sprit. Jetzt fährst du mal mit 10 Runden Sprit auf Softs. Und wirst da wahrscheinlich wieder ein bisschen näher an Mick dran sein. Alter. Boah, ich glaube, uns werden echt die Nerven blank liegen durch die ganzen Fehler, die unsere Fahrer hier machen. Eieiei. Ja, komm mal, da ist Nico doch. Vor Ricciardo sogar. Krass. Sehr interessant auf jeden Fall. Hat da jemand die Ideallinie verpasst? Aber gut, jetzt hat er halt Hülkenberg auf seiner Runde weniger Sprit als Mick auf seiner Softrunde. Also, ja, es wird interessant auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, einen Wagen in Q2 schaffen wir. Ich glaube felsenfest daran. Ich meine, wir haben zumindest gerade Aston Martin und Williams, wie gesagt, gut in der Tasche. Und über Strategie können wir vielleicht auch einiges machen. Mal schauen. Wir werden sehen. 84% Teilekenntnis. Beim ersten Rennwochenende, das ist auch gar nicht allzu schlecht, würde ich sagen. Ja genau, durch die Teilerkenntnis wird halt beiden den Punkt. Aber das sollte soweit eigentlich passen. Ja, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum der Bremsenwert bei Nico bei 50 ist. Also das ist halt... das ist so sinnlos. Ich glaube, da haben sie sich vertippt, kann ich mir nicht anders vorstellen. Genau, wir haben einen Softreifensatz. Ja, nee, wir haben drei Softreifensätze im Prinzip. Radio check. Alright. Wie gesagt, einen von euch will ich in Q2 sehen. Beide wäre natürlich krass, aber ich glaube, das wird nichts. Alter, Nico, 4,5 Zehntel. What? Da blockieren die Räder. Das war aber, das war auf der Inlap, oder? Konzentrieren wir uns jetzt. Ja, das ist auf der Inlap. Alter Vater, okay, krass.
wir schicken beide aber auf dem alten Reifensatz nochmal raus. Wenn wir einen frischen anfangen, haben wir halt im Rennen ein Problem. Aber also starke, sehr, sehr starke Zeit von Mick auf jeden Fall. Nico muss halt nochmal einen raushauen. Mick war, wie gesagt, krass. Mick vor Ricciardo gerade sogar. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Strong, sehr strong. Und natürlich auch erstmal ein dickes Statement von Mick hier, muss man sagen. Gegen Hülkenberg. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Reifen haben eine Runde auf dem Buckel. So. Hoppala. So viel langsamer sind die nicht. Also verbessern können sich beide auf dem Reifen auf jeden Fall. Oh, wir sind aber die einzigen, die auf alten Reifen fahren. Alle anderen fahren im Frischstand. Aber das ist fürs Rennen nicht gut, denke ich. Ich denke, im Rennen ist es besser, wie wir es gerade machen. Okay, keine Verbesserung von Mick im ersten Sektor und von Nico auch nicht. Was sagen die Sektorzeiten? Mick anderthalb Zehntel schneller als Nico. Krass. Ich dachte, ehrlicherweise, es wird ein bisschen andersrum. Ich dachte, es wird so, dass Mick hier voll auf die Schnauze kriegt, aber scheinbar nicht. Werden wir Mick in seinem ersten Outing hier in Q2 sehen? ...41,6 im Mittelsektor, wieder keine Verbesserung, 41,7 von Hülkenberg. Also für Nico wird's nix. Nico wird wohl auf der 16 bleiben, aber Mick wird... Ja, Mick ist in Q2. Safe. Und zwar satzstark. Holy shit. Krass. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Das war strong. Wie gesagt, hat Hülkenberg hier erstmal ganz klar dezimiert mit 4,5 Zehntel Abstand. Holy shit, krass. Alright. Ja, das bedeutet, Mick... Ich denke, mehr als P15 wird es eh nicht werden, aber wir wollen jetzt Mick auch erstmal den erstmal auf dem Altreifen fahren lassen und danach auf dem Frischen am Ende. Vielleicht schafft das ja wieder mal vor Ricciardo. Das wäre natürlich krass, wenn Mick wirklich von P14 hier starten würde. Das wäre deutlich mehr, als ich ihm zugetraut habe. Okay, jetzt wurde er noch von Gasly aufgehalten, aber die Zeit ist sowieso für den Arsch durch die alten Reifen. Da haben die Räder blockiert. Deswegen, da sollte sich jetzt mal keine Gedanken machen. Denke mal, die frischen Softs werden ihm da schon einiges an Pace bringen. Vielleicht sehen wir Mick ja wirklich auf P14 am Ende. Das wäre krass, also das wäre viel mehr, als ich ihm zugetraut hätte. Jawohl, fahren sie jetzt alle raus, Mick kommt hinterher. So, jetzt will ich grüne Sektoren sehen, Kollege. Und zwar deutlich. Es ist halt schade, dass wir kein wirkliches Date haben auf der Runde selber. Das ist doch sehr schade tatsächlich. Also wie gesagt, Q3 werden wir eh nicht angreifen können mit Mick hier, aber... Vielleicht ja zumindest Ricciardo, komm. Grüner erster Sektor war zu erwarten. 27,4, ich glaube schneller als vorher sogar. Also schneller als in Q1. Komm, Mick. Du hast die Pace, du hast
Naja, das Auto nicht, aber du hast die Pace, komm. Die Noda verbessert sich. Ist aber auch raus tatsächlich aus Q2. Ricciardo verbessert sich nochmal um 2.10. Okay, Mick muss sehr viel Zeit finden, um vor Ricciardo zu landen. Also extrem viel Zeit müsste er finden, ne? Und Mick? Nein, wir müssen nicht bald tanken. Ah, aber knapp dahinter. Nur ein paar Hundertste. Krass. Sehr stark. 300stel auf Ricciardo. Tsunoda auch nicht weit weg. Also ich sage, im Rennen mit einer sinnvollen Strategie können wir die knacken auf jeden Fall. Ich bin überrascht. Ich bin sehr überrascht tatsächlich. Aber ja, mal schauen, wie wir uns hier noch weiterentwickeln werden. Das könnte natürlich immer eine interessante Nummer werden. Wie das Rennen aussehen wird, ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Deutschland oben so ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!